Tja, als Handwerk kann man das wohl kaum bezeichnen, was wir Ihnen jetzt vorstellen, obwohl die Hände auch richtig arbeiten müssen oder eher so tun, als ob. Auf jeden Fall wirbeln sie ordentlich rum und das zu fetten Bässen und schrillen Gitarrenriffs. Und weil dabei viele gern die Gitarre ordentlich traktieren, obwohl sie gar nicht Gitarre spielen könnten und die auch gar nicht da ist, wird diese Stilrichtung auch Luftgitarrenspiel genannt. Jetzt gibt es in Hildesheim sogar eine Oper dazu. Christoph Hemker hat mal mitgerockt. Das ist Matthias Mertens, seines Zeichens Professor an der Universität Hildesheim. Mertens führt mit einigen seiner Studenten die wohl erste und einzige Luftgitarren-Rockoper der Welt auf. Wenn wir uns jetzt den Vortrag anschauen, alles begann in der Uni. Ein Seminar in Medienästhetik über die Luftgitarre als Gegenstand der Musikkultur. Das, die Körperhaltung beim Gitarrespielen. Als früherer Konzertgänger und Diskothekenbesucher war das Praxis, die man hat, die viele haben. Also diese Posen stecken in vielen Menschen drin. Und wenn man sich jetzt in einem Seminar diesen Gegenstand nähert, wird auch extrem kompliziert. Also merkt man, dass das eine irre Kulturleistung ist, dass da Menschen einfach nur so tun, als ob, und dass alle anderen dem folgen können, dass sie es verstehen. Die Studenten sind Feuer und Flamme. Der Professor fährt mit ihnen sogar zur deutschen Meisterschaft, denn Luftgitarre ist das Destillat von Rockmusik. Luftgitarre ist komplett bekloppt. Totales Abspacken. Kontrollierter Kontrollverlust. An der Uni sind sie längst bekannt wie bunte Hunde. Jetzt wollen sie die Bühnen Deutschlands erobern. Four vs. Hellfire heißt ihre Rockoper. In meinem Fall wäre das zum Beispiel The Devil's Niece, also die Nichte des Teufels. Und das heißt, dass ich mich auch so ein bisschen diabolisch schminke. Also meine Augenbraue, schwarz-rot. Natürlich haben die Darsteller ihre Instrumente gut verpackt dabei. So tun, als ob, Luftgitarristen treiben alles auf die Spitze. Peinlich ist es, auf jeden Fall. Ich hab ja kein Instrument. Ich habe kein Mikrofon, an das ich mich klammern kann. Ich stehe da ganz alleine und habe nichts außer mich selber. Und das Warum machst du es trotzdem hier? Weil ich, glaube ich, die Musik gerne mag und gerne rocke. Und man fühlt sich so ein klein bisschen wie ein Rockstar, ohne wirklich einer zu sein. In der Oper unterjocht der God of Hellfire vier junge Musiker, sperrt sie in ein Verlies und legt ihnen schwere Prüfungen auf. Ihr werdet um euer Leben streiten müssen. Ihr glaubt ja, ihr könntet Gitarre spielen, dann müsst ihr es auch beweisen. Das gelingt ihnen anfangs nicht, doch dann steigern die vier Jungmusiker ihre Technik. Immerhin macht die deutsche Vizemeisterin mit. Windmill. Upstroke, Downstroke, den Neckbreaker, den Duckwalk, einen Kick und einen Sprung. Indem man Klischees zeigt und so ernst nimmt, wie man sie nur überhaupt ernst nehmen kann, stellen sie sich selber schon in Frage. Also das ganze Setting, dass da so eine teuflische Gestalt ist, gegen die man ankämpfen muss. Wenn man so in geballter Form hier präsentiert, wird es irgendwann so absurd, dass man wieder Spaß daran haben kann, an dem ganzen Geschehen. Vier gegen Höllenfeuer. Wenig Dialoge, viel Posen und Rock. Die Oper, so viel sei vorweggenommen, nimmt schließlich ein gutes Ende. Ballroom Blitz, The Suite. Sieht manchmal ein bisschen komisch aus, aber rockt ordentlich. Die Premiere dazu gibt es übrigens am 5. Februar in Clausthal-Zellerfeld im Kellerclub. Da dürfen Sie sich ja auch ordentlich mit im Publikum abgehen. Schönen Abend noch und bis morgen Abend. Tschüss. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen Luftgitarre üben, glaube ich. Ne?